Hey ho zusammen und herzlich willkommen zum ersten großen Video nach dem Lab. Es ist einfach, ja, ich werde erstmal gar nichts zum Lab sagen, weil eigentlich geht es in diesem Video auch gar nicht um das Lab, denn ich möchte tatsächlich auch hier erstmal nur Ankündigungen machen. Das wird sozusagen wieder ein Info-Vlog. Dings-Video, wo ich euch einfach nur ein bisschen erkläre, was im Moment so abgeht und was demnächst so kommen wird hier auf meinem Kanal. Ich dachte mir, das wäre sinnvoll, das vor den eigentlichen Lab-Videos nochmal rauszuhauen, einfach um euch ein bisschen Info zu geben, bevor ich euch da komplett zuspamme mit Videos. A, mit meinen Let's Play-Videos, die ja immer noch weitergehen, und B, natürlich mit den Videos vom Lab. Ja, Lab ist vorbei. Mein allererstes Lab ever. Und was danach kam, haben viele als den Post-Lab-Blues bezeichnet, beziehungsweise sowas in der Art. Und ich muss zugeben, man fällt danach erstmal so ein bisschen in so ein Loch rein, weil man wirklich 3 Tage lang in einer anderen Welt verbracht hat, eine andere Person war und dann erstmal wieder so ein bisschen Zeit braucht, um wieder, ich sag mal, in die Realität zu finden. Ich weiß nicht, ob jemand, der noch nie bei einem Lab war, das irgendwie nachempfinden kann. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das bei allen Labs so ist, aber bei dem hier war es auf jeden Fall so. Und ich muss auch zugeben, ich wollte in den ersten Tagen, habe ich mir mal ausgemalt, wie toll und super die Videos dafür werden und wie ich habe mir schon Pläne zurechtgelegt, was ich denn alles machen und was ich alles vorstellen möchte und hatte aber eigentlich überhaupt keinen Bock, diese Videos zu machen. Einfach weil alles noch so frisch war und irgendwie ich das alles auch erstmal sacken lassen muss. Das war so das große Problem. Und Problem Nummer zwei, das ich habe, ist die Tatsache, dass ich einfach über diese kompletten 3, nein, 4 Tage eigentlich meine Kamera nicht angerührt habe. Will heißen, ich habe keinerlei Videomaterial dazu. Ich habe nicht einmal Fotos dazu, beziehungsweise die Fotos, die ich habe, sind von anderen Menschen. Und da muss ich erstmal nachfragen, ob ich die denn überhaupt benutzen darf für mein Video. Ich habe mein Handy tatsächlich die meiste Zeit im Zimmer gelassen, habe meine Kamera nicht angerührt, war einfach auch wirklich die gesamten Tage durchweg in Time beschäftigt. Es wird ein Video dazu geben, das ist ja das Geniale. Da ist tatsächlich ein Kamerateam mit vor Ort gewesen, das einen Film über dieses Lab dreht. Und da bin ich auch schon mega gespannt drauf. Dieses Video werde ich euch natürlich auch definitiv zeigen, sobald es dann irgendwann mal da ist. Aber das wird natürlich alles noch seine Zeit dauern. Auch die Fotos sind tatsächlich heute erst erschienen. Also die Fotos, die tatsächlich auch von diesem Kamerateam, da waren auch professionelle Fotografen am Set unterwegs und haben so während des Labs Fotos gemacht, die sind tatsächlich bombastisch geworden. Also die Fotografen sind wirklich der Wahnsinn gewesen. Und die kann ich euch dann auch gerne in den Videos noch zeigen. Das ist aber so ziemlich alles, was ich euch zeigen kann. Wie gesagt, ich selber habe keinerlei Videomaterial. Und das Einzige, was ich an Videos vielleicht verwenden könnte, wäre das, was die Crew, die Orga halt aufgenommen hat. Aber auch da muss ich natürlich aus urheberrechtlichen Gründen nachfragen, ob ich das überhaupt benutzen darf. Ne? Also da gibt es noch ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall klären muss. Und ja, dann muss ich halt schauen, wie baue ich es auf, weil ich halt einfach null eigenes Material habe. Das Einzige, was ich euch von meiner Seite aus bieten kann, ist mein Gelaber. Und ich kann euch einfach. Vielleicht, ja, was ich euch zeigen wollte, wäre natürlich mein Outfit, also wie ich da rumgelaufen bin. Schuluniform und so ein Kram kann ich euch auch noch zeigen. Aber das alles so erstmal noch in der Zukunft. Was ich euch auf jeden Fall noch sagen wollen würde, ist, ich möchte euch ein bisschen vorwarnen. Ich habe schon mal so ein bisschen vorgeplant, wie ich die Videos gerne aufbauen möchte. Und es werden definitiv 4 Videos, mindestens, die ich euch zu dem Lab präsentieren möchte, sind aufgeteilt in das erste Video wird sich darum drehen, was vor dem Lab noch passiert ist. Denn bevor es überhaupt losging, ist schon mega viel passiert. Dann der erste Abend, da war eigentlich auch schon einfach, der erste Tag war schon komplett vollgepackt mit Dingen und Ereignissen. Das war einfach der Hammer. Der erste Abend wird das zweite Video, der Freitag, also der erste Schultag quasi, wird das dritte Video. Der Samstag quasi könnte dann das vierte werden mit Abschlussball und so weiter und so fort. Und falls ich das Ganze nicht in 4 Videos gepackt bekomme, weil ich tatsächlich doch zu ausschweifend werden sollte, was auch immer, keine Ahnung,
Denn der letzte Abend war tatsächlich auch nochmal sehr ereignisreich. Da war dann der Eröffnungsball, der große. Es war ja kein Abschlussball in dem Sinne, es war ja eine Eröffnung, weil das Schuljahr hat ja gerade quasi begonnen. Der Eröffnungsball, danach kam noch die Hauspunkteverlesung bzw. die Verleihung des Hauspokals. Und das waren alles nochmal Dinge, die wirklich furchtbar ereignisreich waren und die für mich persönlich auch nochmal viel, also die bei mir persönlich auch nochmal viel ausgelöst haben, wenn ich das mal so sagen darf. Jedenfalls wird es auf jeden Fall einiges an Erklärungen geben. Ich wollte die Videos nicht allzu lang halten, deswegen habe ich auch gesagt, möchte ich gerne das in relativ viele Videos aufsplitten. Dann kommen wir nochmal zu anderen Dingen, zum Bleistift, meine momentan laufenden Projekte. Denn ich bin mir nicht ganz sicher, ob das. Ich muss das für mich selber nochmal so ein bisschen resümieren. Was ist jetzt eigentlich aktuell auf meinem Kanal? Was läuft da so? Und was läuft momentan definitiv nicht? Was definitiv nicht läuft, ist Dark Project. Was ich persönlich furchtbar schade finde. Denn ich hatte ja tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich das auch schon in einem Vlog erwähnt habe, ich hatte tatsächlich darüber nachgedacht, einfach mit dem zweiten jetzt schon weiterzumachen und euch die ersten, beziehungsweise die restliche Mission des ersten Teils dann vielleicht nochmal separat irgendwann mit in die Playlist zu packen, wenn ich es denn dann tatsächlich nochmal fertig habe. Ist immer noch eine Überlegung, könnte ich tatsächlich auch machen, was ich jetzt aber vor kurzem neu entdeckt habe, und das hat mich ultra geflasht, ist ein Programm, das sich da nennt The Dark Mod. Ist vor einiger Zeit schon mal als Doom 3 erschienen, hat aber tatsächlich erst jetzt mehr, ich sag mal, Berühmtheit erlangt und ist tatsächlich auch für mich jetzt erst wirklich ins Rampenlicht gerückt. Was das Ganze ist, werde ich euch gerne in einem separaten Video nochmal erklären. Es ist im Endeffekt ein Mod, den man frei runterladen kann. Jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept geraten, weil ich gerade was nachgucken musste. The Dark Mod ist ein sogenannter Standalone-Mod, der jetzt quasi das Thema Thief aufgreift, beziehungsweise Dark Project. Und das tatsächlich, ich sag mal, 1:1. Man darf es tatsächlich natürlich nicht Thief oder The Dark Project nennen, einfach aus urheberrechtlichen Gründen, ne? Und so. Aber wer sich das anguckt, wer es spielt und wer The Dark Project und Thief liebt, der wird definitiv einfach alles wiedererkennen, was es da gibt. Außer vielleicht ein paar kleine Neuerungen, die in dem Mod mit drin sind. Und das ist einfach das Geniale daran. Es ist quasi ein großer Mod, der aber keine wirkliche Storyline enthält, sondern einfach nur reine Fanmissionen. Und zwar davon ziemlich viele. Es sind mittlerweile über 70, wenn nicht sogar an die 100 verschiedene Missionen, die man sich da separat runterladen kann und die man dann natürlich auch spielen kann. Wenn man sich den Mod runterlädt, hat man automatisch drei Missionen schon mit runtergeladen. Das ist einmal eine Trainingsmission, dann eine The First Job Reinkommen-Mission, um das so ein bisschen anzuspielen, und dann tatsächlich eine richtige Mission, die sich dann auch schon ein bisschen mit Story befasst. Also in den Herausforderungen, in den Missionen selber ist tatsächlich immer so ein bisschen Story mit drin, aber es gibt halt nichts Großes Zusammenhängendes. Und das ist tatsächlich was, was ich unglaublich feiere. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und das ist was, was ich tatsächlich ganz gerne in einem Let's Play auch mal spielen würde. Es wären, wie gesagt, nur kleinere Parts, beziehungsweise es wären nur so kleine Häppchen an Missionen, die ich dann spiele. Der Protagonist heißt offiziell nicht Garrett, aber es ist einfach auch ein Dieb, mit dem ihr da durch eine Stadt schleicht und Dinge stehlt. Also es ist im Endeffekt auch vom Spielprinzip her, vom Aufbau her, ist es 1:1 Thief, auch wenn es sich nicht so nennt. Und ich liebe es, wirklich. Ich werde euch das auf jeden Fall in der nächsten Zeit nochmal zeigen und hoffe, dass ihr davon genauso begeistert seid wie ich. Das ist jetzt im Prinzip erstmal so ein kleiner Lückenfüller, bis ich mir sicher bin, wie es denn jetzt mit Thief für mich und auf meinem Kanal weitergeht. Was auf jeden Fall auch weitergeht, ist natürlich Orient the Blind Forest und Harry Potter. Harry Potter werde ich so lange nicht pausieren, bis ich es komplett durch habe. Und dann werde ich wahrscheinlich die Lego-Spiele noch hinterherhauen, einfach weil ich sie liebe. Ich liebe diesen Lego-Humor. Und es ist einfach Harry Potter, also who cares? Ich habe mir mal gegönnt. Man sieht es gar nicht richtig. Ich war eigentlich
am Wochenende in Köln in der Innenstadt zur Elbenwald-Eröffnung. Köln hat endlich einen Elbenwald. Oh mein Gott, so lange haben wir drauf gewartet und jetzt haben wir endlich eine Elbenwald-Filiale in Köln. Oh, ich bin so froh. Ich habe mich so gefreut, wirklich. Und wir waren bei der Eröffnung, also es war keine wirklich sehr, sehr große Eröffnung, weil Elbenwald durfte das tatsächlich so nicht ankündigen, weil sonst zu viele Menschen dahin gekommen wären und die Stadt Köln wollte das nicht. So, dementsprechend hatten wir eine etwas kleinere Neueröffnung und es gab aber trotzdem Rabatt für kostümierte Menschen. Ich bin natürlich in der Slytherin-Robe da gewesen. Ich habe übrigens auch für Loki, damit du jetzt nicht denkst, ich werde meinem Kara untreu, ich habe auch eine Gryffindor-Krawatte, ja? Und ein Schal ist in Arbeit und die Robe fehlt mir noch, aber ich habe auch eine Gryffindor-Krawatte. Ja. Genau, ich bin auf jeden Fall als Slytherin da gewesen. Und tatsächlich einer der wenigen Slytherins gewesen. Ich habe überall nur gelb gesehen. Leute, warum gibt es auf einmal so viele Hufflepuffs? Die schießen aus dem Boden wie Pilze. Was geht ab? Gut, jedenfalls waren wir dann. Nee, Freitag war das, glaube ich. Freitag war die Neueröffnung, genau. Und Samstag waren wir dann nochmal in Köln, weil ich habe am Freitagabend, als ich da war, den guten Zeugs getroffen. Zeugs ist jemand, ich packe ihn ge euch gerne unten in die Videobeschreibung, ein Harry Potter YouTuber, der tatsächlich auch eine unfassbar große Merchandise-Sammlung beherbergt. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Er besitzt sie auf jeden Fall. Und ich habe tatsächlich schon mehrfach jetzt auch mit ihm geschrieben, auch über Facebook. Und er hat mich tatsächlich ja auch auf diesen Harry Potter YouTuber-Tag getaggt. Also ihr wisst, was ich meine. Und da habe ich ihn tatsächlich einmal in Natura getroffen. Denn ob man es glaubt oder nicht, der Typ arbeitet einfach mittlerweile bei Elbenwald. Wie viel Glück kann ein Mensch eigentlich haben? Ich bin voll neidisch auf dich. Ja, genau. Und deswegen musste er natürlich auch bei der Eröffnung dabei sein. Und dann dachte ich mir so, ja, die waren halt gerade auf dem Sprung, als ich ihn da dann getroffen habe. Und er meinte so, hey, bist du morgen nochmal hier? Und ich so, hey, ja, eigentlich nicht geplant, aber für dich komme ich nochmal. Und dann bin ich Samstag einfach da gewesen und wir sind uns einfach irgendwie nicht über den Weg gelaufen. Also ich war zweimal da nochmal im Elbenwald drin und irgendwie haben wir uns dann aber trotzdem nicht mehr getroffen. Und dann haben wir uns überlegt, gehen wir halt einfach in den Mediamarkt, ein bisschen shoppen. Weil wenn ich irgendwo shoppen gehe, dann entweder im Legoladen, im Mediamarkt, im Elbenwald oder in der Meierschen. Also Meierschen Buchhandlung, so, ne? Kennt ihr ja. So, das ist das Einzige, wo ich shoppen gehe. Klamottenläden mache ich einen großen Bogen drum. Ich shoppe übers Internet. Meine Klamotten. Wayne. Jedenfalls habe ich mir da dieses Teil hier gegönnt. War eine Kurzschlussreaktion. Ich wollte eigentlich, ich hatte überlegt, ob ich mir eine PS4 hole, weil Bloodborne. Oh, wie gern ich Bloodborne zocken würde. Oh mein Gott. Aber das war mir dann doch ein bisschen zu teuer. Und die Alternative war ein Nintendo 3DS XL in der blauen Version. Ich liebe dieses Blau. Es ist so ein geiles Blau, Leute. Das ist genau das Blau, was ich liebe. Und passend dazu habe ich mir geholt, passend dazu geholt habe ich mir Pokémon Mond. Das ist einfach seit der blauen Edition, man merke, blaue Edition, eine der ersten, die erschienen ist. Seit der blauen Edition ist das das erste Mal, dass ich wieder ein Pokémon-Spiel besitze. Das bedeutet, ich habe ab der ersten Generation einfach alle übersprungen und bin jetzt hier einfach absolut geflasht von dem, was mir da entgegenspringt. Ich denke mir immer nur so, what the fuck? Diese Pokémon sind einfach, da gibt es einen Blumenreif. Ein Blumenreif ist ein Pokémon. Oder ein Schlüsselbund. Ein Schlüsselbund. Okay, das soll jetzt nicht irgendwie in Pokémon-Diskussionen ausarten, um Gottes Willen, nein. Jedenfalls habe ich mir das gegönnt und ja. Es macht auf jeden Fall irre viel Spaß und ich fühle mich so ein bisschen Kindheit und so. Ach, es ist so wundervoll. Ich bin einfach die ganze Zeit am Zocken, sei es jetzt am PC oder sei es hier. Ich komme aus dem Zocken gar nicht mehr raus. Das ist voll schlimm. Okay, genug abgeschwiffen jetzt. Was ich als allerletztes noch ansprechen wollte, war etwas, das mir gerade relativ spontan noch vor dem Video aufgefallen ist. Denn in Facebook kriegt man ja immer so seine Erinnerungen angezeigt, ne? So, das hast du vor, an diesem Tag, vor so und so vielen Jahren, hast du das mal gepostet, so, ne? Da habe ich heute angezeigt bekommen, den Beginn von Minecraft Paradise. Wer noch nicht so lange auf meinem Kanal dabei ist, ich habe damals ein Minecraft-Projekt zusammen mit dem lieben Captain Lucky gehabt.
das ich da nannte Minecraft Paradise. Es war ein ziemlich cooles Projekt tatsächlich, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und da habe ich tatsächlich das erste und bis zum fünften Video habe ich mir nochmal angeschaut und fand es eigentlich total cool. Und ich gucke mir auch ganz gerne mal Videos, auch ältere Videos von mir nochmal an, einfach um mal zu gucken, wieder in dieses Erinnerungsfeeling reinzukommen. Und da hatte ich tatsächlich eine Folge von Captain Lucky auch unten in der Beschreibung verlinkt, habe die angeklickt, aber sie war nicht mehr da. Und ich musste auch feststellen, dass Captain Lucky seine kompletten Videos gelöscht hat. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum Leute sowas machen. Ich meine, sie werden mit Sicherheit ihre Gründe dafür haben, aber ich persönlich finde es unfassbar schade, weil auch für mich sind damit Erinnerungen verbunden. Und ich fand das gerade, ich habe mir früher auch sehr gerne die What the Fact-Folgen von Tuddle angeschaut. Und der hat ja nun wirklich seinen kompletten Kanal auch gelöscht. Und ich persönlich würde niemals auf die Idee kommen, meine Videos von alleine zu löschen. Weil damit auch einfach, wie gesagt, Erinnerungen verbunden sind. Ich habe mir letztens nochmal das allererste Video angeschaut, was ich jemals hochgeladen habe. Es war da einfach der erste Teil Perfect World. Das Mikro war grottig, die Qualität war grottig, meine Stimme. Oh mein Gott, einfach wie schüchtern, zurückhaltend und vorsichtig ich da rangegangen bin. Das war einfach so. Gut, ich meine, es ist auch schon über 5 Jahre her. Das muss man vielleicht auch mal im Hinterkopf behalten. Es ist schon fast 6 Jahre her, dass ich mein allererstes Video hochgeladen habe. Wie gesagt, die Leute werden ihre Gründe haben. Ich persönlich finde es einfach nur sehr, sehr schade. Und da ist mir dann auch nochmal aufgefallen, dass ich tatsächlich auch einen Zweit- und Drittkanal habe, die ich aber irgendwie kaum benutzt habe. Nämlich einmal Noctlibre, was eigentlich ein Bücherkanal werden sollte, der aber leider nie einer geworden ist, weil ich A, das Passwort nicht mehr weiß und B, einfach zu wenig lese dafür. Beziehungsweise zu wenig, um da jetzt wirklich so einen Bücherkanal führen zu können. Deswegen ist das so ein bisschen im Sande verlaufen. Da waren aber so 5 oder 6 Videos tatsächlich schon hochgeladen und ich fand die Themen eigentlich auch sehr interessant. Da waren dann so Sachen wie Tags, zum Beispiel der, wie lese ich Tag oder irgendwie sowas in der Art. Und dann auch so eine Diskussion von wegen, was hältst du von Buchverfilmungen und sowas. Und das sind Themen, die ich tatsächlich ganz gerne auch in meinen Videos dann jetzt vielleicht mal aufgreifen würde, beziehungsweise die ich auf diesem Kanal dann vielleicht ganz gerne mal aufgreifen würde. Meine Frage an dieser Stelle, würde euch das interessieren? Würdet ihr gerne, weil ich lese auch unheimlich gerne, ich lese nicht wirklich viel, weil ich selten dazu komme, aber ich lese unfassbar gerne und ich könnte hin und wieder vielleicht auch mal so ein Video machen, wo ich dann über meine Lieblingsbücher rede oder wo ich zum Beispiel auch mal solche Tags mache oder eine Diskussion anfange von wegen Buchverfilmungen und sowas. Das könnte ich auf jeden Fall hier dann auch noch mal ja quasi neu aufleben lassen. Ist halt nur die Frage, ob euch das so interessiert. Problem ist ja, das war ursprünglich ein Let's Play-Kanal. Mittlerweile ist es so ein bisschen von allem. Es ist einfach ein total buntes Feld, was sich mittlerweile auf meinem Kanal auftut. Und man mag vielleicht auch manchmal ein bisschen Probleme haben, das zu differenzieren. Aber ich habe für alles, was ich hochlade, momentan Playlists. Also wenn ihr auf Playlists geht, müsstet ihr alles, was ihr finden möchtet, auch ohne Probleme finden können. Ich packe wirklich jedes einzelne Video, was ich hochlade, in irgendeine Playlist rein. Von daher versuche ich das so ein bisschen damit zu ordnen. Das ist halt jetzt meine Frage an euch. Ja oder nein? Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn ich denn dann vielleicht irgendwann auch mal die Lab-Videos hochlade. Es kann natürlich sein, dass jetzt erstmal ein paar Tage bzw. tatsächlich auch ein paar Wochen erstmal Let's Plays kommen, aber es werden auf jeden Fall Videos zu dem Lab kommen. Das ist gar keine Frage. Ihr müsst halt nur ein bisschen Geduld haben. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!